Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Dagmar Belakovic. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren an den Bildschirmen. Ja, es wurde schon gesagt, es ist das Volksbegehren, das bedingungslose Grundeinkommen jetzt, das wir jetzt verhandeln. Und aus freiheitlicher Sicht ist das eine Forderung, die wir nicht nachvollziehen können. Denn ich glaube, ein bedingungsloses Grundeinkommen, es wird schon viel gesagt über Kosten, ich würde das jetzt einmal alles beiseite schieben, aber für uns steht einmal im Mittelpunkt, ein bedingungsloses Grundeinkommen würde vollkommen falsche Anreize setzen, nämlich auch Verhaltens- ökonomische Anreize. Was bedeutet denn überhaupt das Menschsein? Wir werden ja alle als zu dem, was wir sind, zu diesem Gemeinschaftswesen, zu diesem Individuum, das wir jeder Einzelne sind, durch unsere Bildung, durch unsere tägliche Arbeit. Und das unterscheidet uns ja auch von anderen Lebewesen. Und es wurde ja heute schon gesagt, Arbeit ist sinnstiftend. Ja, Arbeit ermöglicht aber auch die Existenzsicherung. Arbeit ermöglicht auch eine Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen. Arbeit ist aber auch schöpferische Gestaltung. Also das ist so vieles da drinnen. Und ich glaube, würden wir uns hingeben zu einem bedingungslosen Grundeinkommen, würden ja nicht mehr die Steuern explodieren, weil wir können ja nur das als Staat hergeben, was wir vorher anderen wegnehmen. Da hat ein Vorredner schon darauf hingewiesen, dass das jetzt mal eine finanzielle Frage natürlich auch wäre. Aber es ist ja auch eine Frage, wie wir unser Gesellschaftsbild sehen wollen, wie wir unsere Gesellschaft sehen. Es wird oftmals gesagt, das Arbeitsleid und wir sind alle, und Arbeit ist alles so furchtbar. Ich möchte ja mal auf die protestantische Ethik zurückkommen. Da gibt es den Ausdruck der Werksfreude, dass Arbeit nämlich auch Freude bereiten kann, soll und muss. Wir müssen, glaube ich, da wieder hinkommen, dass Arbeit auch etwas Schönes ist, weil es uns nämlich unser Leben bereichert und weil es uns zu dem macht, was wir sind. Und ich glaube, diese Entwicklung, die brauchen wir in unserer Gesellschaft. Und ich möchte nicht in Richtung einer Relativierung unseres Leistungsprinzips gehen oder gar einer Negierung. Ja, wir haben eine Leistungsgesellschaft und sie mag in einem oder anderen Bereich für viele zu stressig geworden sein. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir unsere Gesellschaft schon wieder dorthin führen, dass wir hier ein Gemeinwesen sind und dass jeder seinen Beitrag zu leisten hat. Dankeschön. Applaus